München steht ein Hoch vor Haus. Es hätte einer Meisterschaftsfeier alle Ehre gemacht, das, was die Fans gestern nach dem Spiel gegen Leverkusen so veranstalteten. Aber keine Meisterschaft gab es zu feiern, sondern nur in Anführungsstrichen den Klassenerhalt. Aber was heißt das schon? Hauptsache die Jungs bleiben drin. So war es gestern in, um und um den Sperrbezirk herum zu hören. Und an ihm hatten sie gestern ihre besondere Freude, die St. Pauli-Fans. André Gohlke mit der Nummer 7 auf dem Rücken half seinem Verein auf dem Weg zum Klassenerhalt ein ganzes Stück weiter. Und zwar mit seinem 10. Treffer in dieser Saison. Und das kam so. Als hätten die Gäste aus Leverkusen ein werkseigenes Beruhigungsmittel verabreicht bekommen, bereitet Ivo Knoflicek diesen Treffer in aller Ruhe vor. Die Fans in heller Aufregung, aber nicht nur wegen des Geschehens auf dem Rasen. Die Kündigung des Managers lag ihnen auf dem Magen. Ich musste einfach den konsequenten Schritt eben machen, wenn bei Vertragsverhandlungen eben der Präsident ohne Rücksprache mit dem Manager Verträge verlängert, dann bin ich der Meinung eben, dass ich als Manager beim FC St. Pauli übrig bin. Ein Manager beim FC St. Pauli also überflüssig, dazu Präsident Heinz Weisener. Ja, mit Sicherheit nicht, nur es muss ein Manager sein, der auch mit dem Trainer kommuniziert und erfolgreich zusammenarbeiten kann. Und das war eben nicht mehr der Fall, schon seit längerer Zeit, aber auch jetzt überhaupt nicht mehr. Aus dem Grunde sind wir über diese Entwicklung nicht weiter traurig. Der Zeitpunkt für Volkerts Kündigung kam sicherlich zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Wie werden seine Gründe bei den Fans aufgenommen? Dass der einzige Grund war, denn das ist verständlich, ne? Weil als der Manager muss moral kompetent sein für diese Sachen, mit Spielerverpflichtungen. Und wenn der Präsident dann überbietet, dann, also mit dem Geld, was da gefordert wurde, dann ist das doch verständlich. Und vielleicht ist es gar nicht mal so verkehrt, ne? Wenn ein Neuer kommt, der sich besser mit dem Trainer versteht und alles. Ne? Deshalb weiß ein HSVer ist, den haben wir noch nie gemacht. Ja, aber alle, der Ahnung hatte. Ne? Das ist eine andere Sache. Das ist eine andere Sache. Also alle blöd hier bei St. Pauli. Trainer Helmut Schulte als blind zu bezeichnen, blanker Unsinn, immerhin hat er ja die Klasse gehalten. Ein bisschen verschlossen ist er vielleicht, gerade was sein Verhältnis zum scheidenden Manager Georg Volkert angeht. Denn noch am Montag stand in einem großen deutschen Fußballmagazin zu lesen, bei uns harmoniert alles, Management, Trainer, Mannschaft und die Fans. Sein wahres Verhältnis zum Manager bleibt weiter sein Geheimnis, denn etwas Neues zu diesem Thema gab es auch gestern nicht, aber immerhin das in einer Fremdsprache. Da lautet no comment, würde der Italiener sagen. Ne? Da sage noch einer, Fußballtrainer wären nicht gebildet. Apropos Geheimnis. So mancher rätselte gestern, was der Trainer Klaus Ottens in diesem Moment wohl verriet. Die Folge war jedenfalls das 2:0. Johnny Ottens, sonst nicht gerade mit den besten Nerven ausgestattet, schiebt den Ball über die Linie, wer weiß. Vielleicht waren die Kollegen aus Leverkusen ja zur Halbzeit mit einem Tipp in Sachen Beruhigungsmittel zur Hand. St. Pauli bleibt also der ersten Bundesliga erhalten und nicht von ungefähr gibt es schon jetzt Überlegungen, um das leidige Thema Manager für die Zukunft ein für alle Mal zu beenden. Franz Gerber ist im Gespräch, der mit dem FC St. Pauli schon so manche Turbulenz überstanden hat. Ein Mensch, der ja auch seinerseits vom Fußball viel versteht, das wird uns sehr gut tun. Würde uns sehr gut tun und außerdem ist er hier zu Hause, gefühlsmäßig auch. Also es sind schon so recht viele Pluspunkte und alles andere müssen Gespräche dann nachher ergeben. Das Thema Manager also vorerst vertagt, abgehakt ist dagegen das Thema Abstieg. Nicht zuletzt durch den Treffer von André Truelsen zum 3:0. Noch steht ja ein Spieltag aus, aber für ihn ist es wahrscheinlich zu spät, sich noch Hoffnungen auf einen vorderen Platz in der Torschützenliste zu machen. Denn es war sein erster Treffer in der Saison. Ach ja, zum Schluss fehlt ja noch eine Analyse. Für Helmut Schulte kein Problem, das war gestern Aufgabe des Torwarts. Der Klaus Dompfer hat gesagt, so spielt man Fußball, wupp, 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 3:0, Fall erledigt. Ne? Das,